Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Heute zocken wir Bleeding Edge VR Chapter 1. Und das ist, ja, pure Ballerei. Wirklich, du kannst eigentlich die ganze Zeit den Trigger gedrückt halten. Wir sind in einer Welt der Dinosaurier und müssen selbige abknallen. So sieht's aus. Ich bin der Voodoo, bei mir gibt's Hardware-Tests, News, Gameplays und Events zum Thema VR und AR. Also wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut das und drückt auf die Glocke und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Viel Spaß und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Ja, hier läuft ein Film vor uns ab. Wir können hier unten auf Exit, Start und Setup gehen. Was kann man Setup machen? Sprache einstellen, Rookie und Elite. Wir lassen das mal so und gehen auf Start, würde ich sagen. Und schrauben uns das mal rein. Zum Shoot to start. Come on, this song my jam. Besides, you should worry about that car. The road ahead is pretty rough. Wieso habe ich das in zwei Händen? Was ist denn das? Schieß. Reload. Haha. Oh Mann. Oh, 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 oh. Kriegt das denn diese blöden Pflanzen anzuschieben? Das hält den, glaube ich, auf, oder was? Ja, das ist ja ganz witzig hier, aber... Wow, Raptoren! Der hat doch immer eine andere Waffe, egal, wenn wir nachladen. Wow! Gottes Willen, das ist ja furchtbar. Kann ich auch im Sitzen zocken eigentlich? Geil. Ja, genau. Also ich weiß ja, dass der T-Rex dick war, aber... Aber ich glaube nicht, dass der so viele Maschinengewehrsalven ausgehalten hätte. Würde ich jetzt mal fast behaupten. Jetzt läuft er nur noch auf einer Stelle. Gottes Willen. Frag mich, was passiert, wenn wir nicht rechtzeitig diese Dinger treffen. Wahrscheinlich nicht viel. Ist so geil, dass wir jedes Mal eine andere Waffe haben, wenn wir nachladen. Jetzt geht er weg. Oh. Ja, das ist ein Pflanzenfresser. Erstmal die Eier zerstören. Hey, ja, was ist das? Mir hat das nicht so geklappt. Wow! Ins Gesicht. What the? What is it for?
Das ist bescheuert. Wow. Yeah, man. Scheiße, ist das stumpf. Wahnsinn. Here he comes again. Was kommt da again? Komm schon! Ich kann nicht mehr. Hä? Zum... Oh. Wow. Wow. What the? Geil. Das ein Gemetzel. Wow. And now? Und jetzt? Story Speed to continue. Und jetzt? Das war's oder was? Krass. Na gut, man kann hier noch den ganzen Krempel zerstören. Und dann war's das. Super! Wir sind so gut. Ja, dann gehen wir mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Ja, Bleeding Edge, das sieht so aus, als wenn irgendwie für so Arcades gedacht wäre, ne? Dass du gerade da so ein bisschen rumballerst oder so. Viel Spaß hatte ich nicht. Am Schluss das mit dem Mech-Dinosaurier, das war schon eher cool, aber nee, das ist ja wirklich, also stumpfer habe ich selten VR gezockt. Ich hatte wenig Spaß und ich weiß allerdings nicht, was das kostet. Ich hoffe für die Entwickler, dass es nicht mehr als $2 kostet, sonst würde ich es direkt vergessen, weil das ist halt saukurz auch und nicht so spaßig. Also von mir gibt es keinen Daumen nach oben. Das ist nicht das, was wir für VR brauchen. Das ist viel zu kurz, viel zu langweilig. Und ja, wenn ihr unglaubliche Fans von Hardcore-Stumpferballerei seid, dann könnt ihr es mal ausprobieren. Ansonsten eher nicht. Wir können zocken auf der Vive Rift, Windows Mixed Reality und auch auf der Pimax. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.